Halbzeit 1 ohne Highlight, das folgte in der Pause nur für die 963 Zuschauer. Ein lecker gegrilltes Schwein, da kommt der Hunger von selbst. 0:0 der Zwischenstand, die Partie nach Wiederanpfiff interessanter, endlich auch gefährliche Torraumszenen, den Anfang machte Buchbach. Alexandro Petrovic verfehlte nur knapp das Gehäuse von Robert Wolnikowski. Nun die Würzburger Kickers am Zug, Freistoß Steve Leverenz, Christopher Bieber segelt knapp am Spielgerät vorbei, kein 16. Saisontreffer des Stürmers. 66 Minuten gespielt, der Spitzenreiter kurz vor dem Führungstreffer Fabian Weiß trifft das Aluminium. Danach kein Problem für Torwart Daniel Maus. Der TSV unter Druck kam seltener in die gegnerische Hälfte. Stefan Altschinger probiert es aus 20 Metern, der Mut nicht belohnt. Die klareren Chancen auf Würzburger Seite. Daniel Maus verhindert glanzvoll einen Gegentreffer, pariert den Schuss von Steven Leverenz. Es folgt eine gefährliche Ecke. Wieder Leverenz, Kopfball Bieber, das Aluminium rettet Buchbach, danach folgt ein Pfiff. Das Tor von Nico Herzig zählt nicht, was für eine Großchance des Tabellenführers. Die letzte gute Möglichkeit auf dem schwer zu bespielenden Platz hatten die Hausherren. Torwart Robert Wolnikowski hielt seinen Kasten allerdings sauber, es blieb beim 0:0. Buchbach durfte sich über den Punktgewinn freuen. Ja, auf alle Fälle, die Mannschaft hat es ihm verdient. Wir haben gegen einen Tabellenführer ein kampfbetontes Spiel gesehen, viele Zweikämpfe in der Luft und wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht gegen den Tabellenführer. Ein Auswärtssieg der Würzburger Kickers war möglich, ein Punkt allerdings auch nicht schlecht.